Stefanie Popp hier. Ich möchte in diesem Video eine Vision mit dir teilen, die der Heilige Geist mir am Ostersonntagmorgen gezeigt hat. Aber ich möchte dich auch warnen, denn mein Gebet ist und war, dass wenn du dieses Video siehst und davon hörst, dass wirklich ein Feuer auf dich kommt und eine Leidenschaft in dir entzündet wird, die dich freisetzt. Also mach dich bereit. Was ich sah, war... Und zwar war ich einfach in einer Zeit des Gebets, in Anbetung. Und ich meine, heute ist Auferstehungssonntag. Ja, Jesus ist auferstanden. Und so habe ich einfach ihn angebetet, ihm gedankt. Und plötzlich hatte ich dieses Bild, diese Vision. Und zwar sah ich einen Gebirgszug. Hoch und tief, gewaltig, massiv und auch irgendwie... ja, dunkel, wie so ein Gebirge manchmal wirklich sein kann. Und plötzlich hörte und spürte ich, wie ein Beben durch die Erde ging und wie etwas aufgebrochen ist aus der Tiefe. Und ich sah, wie quasi in den Felsen, in dem Massiv, wie sich Spalten geöffnet haben, so wie man das manchmal vielleicht in Bildern sieht, wenn Gletscherspalten entstehen, ja, da ist ein Krachen, da ist ein Beben aus der Tiefe und so entstehen diese Spalten durch unglaubliche Kräfte, die da aneinander wirken. Und dieses Bild sah ich einfach, ich sah, wie in diesem Gebirge einfach diese Spalten entstanden. Und so wie man von den Gletscherspalten her vielleicht ein bläuliches Licht kennt, so sah ich einfach nur absolutes, übernatürliches, himmlisches, herrliches Licht wirklich hervorbrechen aus den Tiefen dieser Spalten. Es war mir, wie wenn ich in diese Spalten hineinschauen kann, diese Tiefe nicht erfassen konnte, aber da so ein Wahnsinnslicht einfach hervorströmte. Das war absolut überwältigend. Und natürlich wusste ich in dem Moment, Mensch, das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er ist in die Tiefe hinabgestiegen und er hat die Finsternis besiegt. Und sein Licht strahlt auch jetzt aus den finstersten Orten an dieser Welt. Aber dann änderte sich dieses Bild und ich sah weiterhin diesen Gebirgszug, aber wie etwas von einer weiteren Entfernung. Und ich habe diese Berge angeschaut und da war nicht viel Licht und plötzlich, und wenn du schon mal im Gebirge warst, dann kennst du dieses Bild, wenn die Sonne aufgeht, dann siehst du das, wenn du wirklich im Hochgebirge bist, an irgendeiner Stelle, sei es auf den Bergen oder auch mehr in den Tälern, wenn du dich an solchen Orten aufhältst, dann siehst du das Aufgehen der Sonne, es gibt ja nur eine, zuerst an den Berggipfeln. Und exakt das sah ich. Ich sah plötzlich, wie die Berggipfel einer nach dem anderen anfingen, wirklich in Licht getaucht zu werden und wie sie anfingen zu glühen. Es war total überwältigend und real, was ich da wahrgenommen habe. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist sagt, es geschieht ein Aufbrechen in der Tiefe. Ja, verborgene Herrlichkeit fängt an, aus der Tiefe heraufzusteigen. Genauso wie Jesus hinabstieg, als er starb. Er stieg hinab an die dunkelsten und tiefsten Orte und wie er wieder heraufstieg von diesen Orten. So wird Gottes Licht und Gottes Herrlichkeit in unseren Tagen wirklich herausbrechen aus Dunkelheit. Aber ich empfand, dass der Heilige Geist sagt, erhebe deinen Blick, erhebe deinen Blick. Ja, meine Herrlichkeit steigt auf wie die Sonne, die im Gebirge aufgeht. Ich empfinde, dass der Heilige Geist sagt, hebe deinen Blick und sieh, wie die Gipfel anfangen zu leuchten. Von dort aus wird es sich weiter ausbreiten. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann weißt du, dass das real ist. Zuerst fängt der Berggipfel an zu leuchten. Und von dort ist es, wie wenn das Licht dann quasi herabsteigt und den weiteren Verlauf des Berges bis ins Tal einfach dann die Sonne anfängt zu scheinen. Je höher sie steigt, umso mehr erobert das Licht all diese Gegenden. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist sagt, genauso wird es mit meiner Herrlichkeit sein. Ja, sie wird nicht einfach von Weitem überall gleichzeitig sichtbar sein, sondern sie wird zuerst auf den Berggipfeln einfach anfangen zu leuchten und sichtbar zu werden. Der Heilige Geist sagt, ich rufe dich, deine Augen über die Wolken zu erheben und zu feiern, was da siehst. Ja, ich rufe dich,
zu sehen und zu feiern. Ich höre und ich sehe, wie eine Armee aus dem Alm emporsteigen wird. Und der Heilige Geist sagt, diesmal wird sie nicht gestoppt werden. Diese Armee wird nicht gestoppt werden. Es ist eine Armee, geboren aus den Schatten des Lebens hinein in mein Licht. Ich habe nur gedacht, wow, Heiliger Geist, das ist so stark. Diese Armee wird nicht gestoppt werden. Ich höre, wie der Heilige Geist sagt, es ist Zeit, den Feind das Fürchten zu lehren. Es ist Zeit, zurückzuzahlen, was wir zu lange hingenommen haben. Da ist eine Salbung, die Joche und die Ketten zerbricht. Dieselbe Salbung, die auf Jesus lag. Nun liegt sie auf dir und sie liegt auf mir. Der Heilige Geist sagt, fürchte dich nicht, denn du bist es, der gefürchtet werden muss. Du bist es, der den Feind das Fürchten lehrt. Es ist so ein hammerstarkes Wort. Da spüre ich so sehr die Kraft Gottes drin. Und es ist einfach so manches, was mir wirklich durch den Kopf geht, wenn ich dieses Wort betrachte. Ja, da war dieses Aufbrechen in der Vision, die ich am Anfang gesehen habe. Ich konnte es spüren, sehen, hören. Das war wirklich eine Kraft da drin, ein Aufbrechen. Und einfach zu wissen, ja, das ist das, was Jesus getan hat. Aber das ist auch das, was in unserer Zeit geschieht. Das ist wirklich ein Jetzt-Wort, was Gott jetzt tut. Aus der Tiefe wird es kommen. Und ich empfand, dass der Heilige Geist wirklich zu mir sagt, es wird nicht irgendwie schwammig aus der Tiefe kommen, sondern es wird aus deiner Tiefe kommen. Es wird aus deiner und meiner Tiefe kommen. Dieses Aufbrechen geschieht in dir. Es geschieht in mir durch das, was Jesus getan hat. Aus dieser Tiefe wird Gottes Licht, Gottes Herrlichkeit anfangen aufzusteigen. Gott tut es, aber in dem Maß, wie wir das aufnehmen, wie wir es widerspiegeln, wie wir es feiern, wird da einfach eine Sogwirkung daraus entstehen und es wird sich multiplizieren. Dieses Rufen vom Heiligen Geist, dass er sagt, hey, heb deine Augen empor. Ja, wenn du im Tal bist, wie so viele in dieser Zeit, und das ist ja auch der Ort, wo Menschen oft leben. Sie leben in den Tälern und nicht unbedingt auf den Gipfeln. Aber der Heilige Geist ruft uns wirklich, unseren Blick zu erheben. Ja, wenn wir in den Tälern bleiben, blicktechnisch gesprochen, in dem, was um uns herum vorgeht, dann werden wir das im Moment nicht wahrnehmen. Aber wenn wir unsere Augen ganz bewusst den Berggipfeln zuwenden, da, wo die Sonne aufgeht, wo zuerst das Licht zu sehen ist, dann werden wir Gottes Herrlichkeit sehen und unsere Sicht wird nicht länger getrübt werden. Und wofür das Ganze? Eine Armee Gottes ist dabei aufzustehen, von Kriegern, die eine Salbung tragen, wie Jesus sie getragen hat. Und das ist die Wahrheit. Jesus trug eine Salbung, die Joche und Ketten zerbrochen hat. Jesus hat so eine Salbung getragen, dass die Dämonen gar nicht herausgefordert werden mussten, sich zu zeigen, sondern sie haben von sich aus das Wort ergriffen und haben gesagt, hier, Jesus, wir kennen dich, bitte lass uns in Ruhe, schick uns doch dort und dorthin. Ja, diese Art Salbung liegt eigentlich auf dir und mir und es ist Zeit, dass wir da hineintreten. Denn du und ich, wir sind dazu berufen, in solch einer Salbung zu leben, Ketten zu zerbrechen, Joche zu zerbrechen, Freiheit und Licht und Herrlichkeit zu bringen. Und du sagst jetzt vielleicht, okay, schön und gut, aber wofür dieses Video, wofür diese Vision, wofür dieses Wort, ist nichts Neues dabei, habe ich alles schon gehört. Ich empfinde, nicht nur in diesem Video, sondern in all dem, was ich eigentlich tue, dass der Heilige Geist wirklich sagt, Leute, jetzt ist die Zeit, all das Prophetische nicht nur zu nehmen, zu konsumieren und eure Seele damit streicheln zu lassen, sondern einfach zu verstehen, wenn Gott uns Worte schenkt durch sein Wort, durch die Bibel, durch Worte der Ermutigung, durch prophetische Worte, dann, weil Menschen da sind, die einfach sehen, was in der unsichtbaren Welt real vor sich geht. Und was Gott sagt hier, das passiert jetzt. Das ist mein Angebot für jetzt. Und es ist an uns, das nicht nur zu feiern und zu sagen, wow, das klingt ja echt gut, danke Gott. Und dann zu sitzen und zu warten, sondern es ist an uns, damit wirklich aufzuspringen
und zu sagen, was, echt jetzt, ich bin dabei, ich nehme das, ich trete da hinein. Das ist das, was ich jetzt bete, was ich proklamiere, was ich an mich reise und was ich anfangen will für mich zu nehmen und zu leben. Und da ruft uns der Heilige Geist hinein. Sein Reden ist immer ein Jetzt-Wort. Gott ist der Gott unseres Heutes, aber auch unserer Zukunft. Er ist schon da und er ruft uns von dort hinein in die Zukunft. Er ruft uns auf, ihm zu folgen, dahin, wo er schon ist. Ja, und wenn er etwas sagt, dann ist es bereits da. Es ist in der unsichtbaren Welt, es ist im Geist. Aber wir sind Geist, so wie Gott Geist ist. Und wir haben die Fähigkeit zu lernen, mit dem Heiligen Geist da hineinzutreten und zu herrschen und zu regieren. Ein übernatürliches Leben zu leben aufgrund den Dingen, die wir im Geist sehen, hören und wahrnehmen, um sie im Hier und Jetzt in die Manifestation, in die Sichtbarkeit zu bringen. Das ist der Grund, warum ich dieses Video mache, warum ich überhaupt all die Videos mache, um dich mit hineinzunehmen, das, was Gott tut, was er sagt, was er will und was geschieht. Es ist ein Aufbrechen da, aus der Tiefe heraus. Und Gott ruft uns da hinein zu treten, unsere Blicke zu erheben über all die Wolken und zu sehen, wie seine Herrlichkeit aufgeht und wie aus der Tiefe und so auch aus uns diese Herrlichkeit sichtbar werden wird. Ich möchte einfach ermutigen, mich hat es ermutigt, ja, am Ostersonntagmorgen, wo wir als Gläubige Jesus feiern, dass er gestorben und auferstanden ist. Ja, es hat mich so ermutigt, dass der Heilige Geist solche Dinge mit mir teilt. So plastisch, so schön, so kraftvoll, so herausfordernd. Und ich möchte dir einfach sagen, es ist Zeit, dass du aufstehst, dass du nicht länger hinnimmst, was der Teufel tut und was dir geschieht in deinem Leben, sondern dass du sagst, alles klar, aber davon lasse ich mich nicht aufhalten, sondern ganz im Gegenteil, ich gebe Vollgas. Es ist Payback-Time. Es ist Zeit, dass auch der Feind zurückbezahlt bekommt, was er anrichtet. Und er bekommt es zurückbezahlt, indem du und ich, indem wir aufstehen, unseren Platz einnehmen und das Reich Gottes ausbreiten und wir hineintreten in diese Salbung, die Joche und Ketten zerbricht. Damit möchte ich dich echt segnen. Möge das Feuer Gottes auf dich kommen und dich heimsuchen, dich freisetzen für dieses Leben, für das Gott dich berufen hat. Mega Segen dir und bis bald.